Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mario Kart 8 Deluxe News. Wir hatten letzte Woche wieder mal eine weitere Live-Ausgabe hiervon. Und ja, da gab es ja auch einen wichtigen Anlass für. Und ich kann euch inzwischen einige Sachen sagen, für was ich mich entschieden habe. Denn letzte Woche bin ich ja auf diese ganze Kritik eingegangen. Und ja, jetzt werde ich mal schauen, dass ich euch erkläre, wie ich mich denn entschlossen habe, wie ich es in Zukunft machen will. Denn es ist ja, glaube ich, nicht schwer zu übersehen, dass ja der Kanal gerade so ziemlich seinen Tiefpunkt von aller Zeit hat, so circa, würde ich jetzt mal behaupten. Der Kanal hat gerade so den Tiefpunkt aller Zeiten. Ja, ist so. Kann man nichts dagegen sagen. Und ja, deshalb will ich da dagegen was machen. Und ihr macht euch ja auch Sorgen. Und deshalb hat Seven unter anderem zum Beispiel letzte Woche dieses eine Video gemacht. Und ja, es hat mich zum Nachdenken angeregt und ich bin zu einigen guten Sachen so gekommen. Also ich habe gute Entschlüsse gefasst, würde ich behaupten. Ja, für was habe ich mich also entschieden? Also das Wichtigste erstmal, ich will keine Release-Projekte mehr machen. Das heißt, sowas wie Luigi's Mansion 3, sowas wird es nicht mehr geben. Wenn es jetzt natürlich Spiele sind wie, keine Ahnung, klar, ne, also das ist schon klar, dass das jetzt natürlich von Hübi einiges ist, was ich hier sage. Aber es ist halt nur mal true. Man kann es mir jetzt glauben oder nicht, aber ich habe mir tatsächlich genau auch in der Woche, bevor sein Video kam, auch mir die Gedanken drüber gemacht. Ich will sowas in Zukunft auch in den Channel News ansprechen, wenn ich mir über irgendwelche Kleinigkeiten Gedanken mache. Denn dann kann man mir auch glauben, dass ich wirklich die Woche davor darüber mir Gedanken gemacht habe. Und nicht, dass ich es einfach nur so sage. Also von dem her, ja, ist blöd. Aber wer es mir glaubt, der soll es mir glauben. Ich werde euch nicht anlügen. Ja? Auf jeden Fall hat mich natürlich dann im Endeffekt, Hübis Video hat mich im Endeffekt dazu gebracht, dass ich es auch wirklich anspreche öffentlich. Und ja, ich will in Zukunft einfach keine Release-Projekte mehr machen, sowas wie Luigi's Mansion 3, sowas wie, na, keine Ahnung, Mario Maker 2, wenn jetzt sowas wieder rauskommt, was bei jedem anders ist, ja, sowas schon. Sowas schon, sowas ist bei jedem anders. Oder zum Beispiel Animal Crossing dann im März. Das wird auch weiterhin noch ein Let's Play Livestream-Projekt bleiben, auch zu Release, weil das ist, bei Animal Crossing ist jetzt nicht so, Alter, ich habe als erstes das Spiel durchgespielt. Das Spiel kann man nicht durchspielen, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht. Das macht jeder in seinem eigenen Tempo. Jeder macht so seine eigenen Sachen. Bei jedem ist es anders. Ne? Aber das ist halt eine der wenigen Ausnahmen, die da noch zu Release kommen werden. Vielleicht gibt es auch noch ein Let's Play zu dem Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Weiß ich nicht, ne? Aber nagelt mich nicht drauf fest. Das wäre sicher auch so ein Spiel, was nicht jeder Let's Playt. Ja. Auf jeden Fall, Luigi's Mansion 3 habe ich ja jetzt in Streams gemacht. Gestern und heute Nachmittagabend wird es auch noch einen Stream geben, so 16.30 Uhr circa. Da werde ich eben schauen, dass ich weiterkomme. Dann wird das Projekt höchstwahrscheinlich, dadurch, dass ich mit den Livestreams hier gut vorankomme, wird das Projekt höchstwahrscheinlich nächste Woche enden. Denke ich jetzt einfach mal. Ja, in Zukunft will ich aber meinen Fokus darauf legen, dass ich eher Spiele Let's Playe, die vielleicht noch nicht so viele Leute kennen, die kein anderer so wirklich Let's Playt, weil es halt eben Spiele sind, die nicht so mainstreamig sind, nicht so Mario und Zelda und was weiß ich was. Klar, solche Let's Plays wird es auch geben, keine Frage, aber ich versuche in Zukunft auch mehr Abwechslung zu bringen, indem ich einfach ja, so Indie-Games und sowas Let's Play, weil einfach die Sache ist, sowas Let's Play nicht so viele und sowas. Wenn die Leute sich wirklich für mich und auch für neue Spiele interessieren, dann geben sie diesen neuen Spielen auch eine Chance. Ganz klar. Ja, aber das werden wir dann in Zukunft sehen, wie das läuft. Ich will auf jeden Fall in Zukunft solche Let's Plays starten. Es gibt auch schon ein Nachfolgeprojekt von Luigi's Mansion 3 zum Beispiel. Gut, das ist jetzt eher ein Spezialfall, aber ich will auch in Zukunft solche Sachen mehr bringen, so Togethers. Und zwar mit Seven zusammen werde ich Lego City Undercover The Chase Begins Let's Playen. Das wird einfach nur das größte Cringe-Projekt aller Zeiten. Aber das wird super funny, würde ich behaupten. Und deshalb habe ich da echt Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. War ja eine Bestrafung vom Ripstream 4. Genau.
Und was mir natürlich auch die Motivation gibt, einfach so Spiele zu Let's Playen, die sonst keiner Let's Playt, die auch viele Leute nicht kennen. Und dadurch natürlich auch die Chance besteht, dass die Spiele floppen. Was mir da natürlich eine Motivation gibt, ist, dass es eigentlich nicht schlechter ankommen kann als Luigi's Mansion 3. Was ich echt schade finde, Luigi's Mansion 3 ist so ein fantastisches Spiel. Aber was willst du machen, ne? Ich bin anscheinend sau weit hinten, obwohl ich es eigentlich täglich gebracht habe. Da kommen wir eben auch zu einem weiteren Thema, was das mir bringt, so Spiele zu Let's Playen, die etwas älter sind, die vielleicht nicht so viele Leute kennen und so. Ich bin da nicht daran gebunden, dann täglich Videos davon zu bringen, weil es ja derzeit kein anderer Let's Playt. Und deshalb ist es mal nicht schlimm, wenn vielleicht anstatt 7 Videos die Woche nur 5 oder so kommen. Falls ich gerade nicht so viel Zeit habe, falls ich mir mal mehr Zeit für meine Freunde nehmen will, falls ich mir mehr Zeit für die Schule nehmen will und so weiter und so fort. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Es nimmt mir auch einiges an Stress raus. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, mit dem ich schon eine Zeit lang am Struggling bin. Der Stress. Man will natürlich trotzdem immer up-to-date bleiben, was die Games und so weiter angeht. Allerdings ist es nicht so einfach. Ja, muss man so sagen. Wenn man irgendwie solche Release-Projekte macht, dann ist es nicht so einfach, weil man einfach sehr, sehr, sehr viel Konkurrenz hat. Und ja, dieser Stressfaktor, auch dieser mentale Stressfaktor, wird mir abgenommen dadurch, dass ich dann eben eher unbekanntere Spiele bringe oder Spiele, die etwas älter sind. Ich habe mich in letzter Zeit zu sehr auf solche Release-Games versteift und das bringt einfach nichts. Es bringt nothing. Ja, zum Thema gecuttete Videos, ich labe heute übrigens durch, weil ich gerade so im Flow bin. Über gecuttete Videos habe ich mir auch Gedanken gemacht. Da habe ich auch tatsächlich eine Idee, aber dazu nächste Woche mehr, denn nächste Woche werden wir über den RIP-Kalender 2019 sprechen. Im RIP-Kalender 2019 würde ich gerne das Konzept des RIP-Weckers probieren. Und das habe ich schon öfters mal in einem Livestream und so erklärt, was denn dieser RIP-Wecker und so ist. Vielleicht wissen es einige, ansonsten einfach, falls die Leute das hier jetzt gerade nicht wissen, die zuschauen, einfach auf nächste Woche warten. Da werde ich euch dann das genaue Konzept erklären. Es hat sich auch noch ein bisschen was geändert an dieser Sache. Also ich habe eigentlich ganz was anderes am Anfang geplant gehabt. Dazu kann ich auch nächste Woche was anderes erzählen. Das hat jetzt im Endeffekt leider doch nicht geklappt, copyright-mäßig und so weiter. Es wäre das einfach ein zu großes Risiko. Deshalb will ich jetzt einfach 24 Tage lang den RIP-Wecker probieren mit euch zusammen. Und ich sage es euch, wie es ist. Wenn dieses Konzept klappt, dann könnte das tatsächlich in Zukunft mein neues Kanalkonzept werden. Der RIP-Wecker. Ja, dass das tatsächlich mehr oder weniger mein neues Kanalkonzept wird. Aber das liegt noch weit in der Zukunft, wie wir dann zum Beispiel mit Let's Plays und so umgehen werden. Weil dann ja der Fokus... Boah, entschuldige, muss ich gerade aufstoßen. Weil dann ja der Fokus auf... Ja, eben dem RIP-Wecker liegt und nicht mehr auf Let's Plays und sowas. Wie man das dann regelt, weiß ich nicht, aber darüber müssen wir uns jetzt noch nicht irgendwie Gedanken machen, weil das liegt irgendwo in der Zukunft, ja. Aber wenn es klappt, würde ich gerne sehr am Anfang von 2020 mit dem RIP-Wecker beginnen. Vielleicht gibt das dem Kanal wieder einen Aufschwung, wäre auf jeden Fall ganz nice, denn man sieht ja auch ganz klar, wie sich diese schlecht laufenden Projekte auf den Kanal auswirken. Ich sitze, glaube ich, gefühlt seit 2 Monaten bei der gleichen Abozahl fest und das ist halt, ja, ne? Ich meine, mich hat es nicht zu kümmern eigentlich, weil ich mache das als Hobby. Also von daher, aber trotzdem, die Leute, die selbst YouTube machen und wenn es auch nur als Hobby ist, die wissen ganz genau, wie sowas auch teilweise natürlich demotivieren kann. Wenn man hier Arbeit reinsteckt und man merkt eigentlich nicht wirklich eine Belohnung mehr oder weniger dafür. Aber ich ziehe mein Ding durch, das habe ich schon immer gemacht und werde ich auch immer machen. So ist das. Ja, genau, habe ich mir sonst noch was notiert? Ich habe mir natürlich was notiert. Ja, Super Mario Maker 2 ist pausiert. Liegt unter anderem daran, dass ich derzeit keine Lust auf das Spiel habe. Es kommen keine Updates, nichts. Nintendo hat das Spiel gnadenlos versaut. Also, die haben mit dem Spiel wirklich gnadenlos versagt. Mario Maker 2 hätte man wirklich nicht schlechter releasen können. Es kommen keine Content-Updates und nichts. Also, sorry, aber schlechter hätte man dieses Spiel nicht rausbringen können. Die haben sich da so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Sieht man auch an den Verkaufszahlen. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ja. Gut. Luigi's Mansion 3 Nachfolgeprojekt habe ich bereits erzählt. Was gibt's noch?
Ich glaube tatsächlich nichts mehr. Ja, ich war beim Friseur. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Nee, aber meine Haare waren echt schon ätzend. Nee. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Der Ripwecker. Wir werden nächste Woche mehr darüber erfahren. Hier auch in den Mario Kart 8 Deluxe News. Seid gespannt drauf. Und ja. Ich glaube, ansonsten habe ich alles gesagt, was es diese Woche zu sagen gab. Mein Fokus wird in Zukunft auf etwas anderem liegen. Das, denke ich mal, habt ihr aus diesem Video definitiv mitnehmen können. Der RIP-Kalender hat was so eine leichte Planänderung, was das anging. Und ja, ansonsten wäre es das, glaube ich, gewesen für heute. Also ja, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, habe ich was über die gecutteten Videos gesagt? Ich glaube, nur kurz erwähnt. Die gecutteten Videos, es wurde sich ja gewünscht, dass ich vielleicht weniger Videos bringe, dafür mehr gecuttete Videos. Ja, das ist so ein kleines Problem. Aber dafür habe ich auch so eine mehr oder weniger eine Lösung, glaube ich, tatsächlich. Hat auch mit dem RIP-Kalender eben zu tun. Weiß nicht, ob ich das vorher erwähnt habe. Dazu dann eben nächste Woche mehr. Ja, ihr könnt ja schon mal raten, um was es geht. Einige Leute wissen das Grundkonzept des Ripweckers. Das habe ich ja schon mal in einer News hier erwähnt. Auch im ersten Livestream, glaube ich, habe ich das damals erwähnt, was ich damit machen will. Und ja, genau. Ich will das auf jeden Fall durchziehen. Leute, ihr wisst, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich es durchziehen. Gut, ich will jetzt aber auch nicht länger um den heißen Brei rumlabern. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut gerne bei Luigi's Mansion 3 vorbei. Lasst mich in dem Spiel nicht alleine verrecken. Wir spielen nachher so 16.30 Uhr rum, wenn ihr das davor seht. Im Livestream Luigi's Mansion 3. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.